Wir machen ein bisschen Blick hinter die Kulissen, freue mich sehr. Jedes Mal, wenn ich Sie sehe, kriege ich so auch so ein warmes Gefühl und erinnere ich mich an 2015 zurück. Damals durfte ich einen Grimme-Fernsehpreis bekommen, unter anderem dafür, dass ich Rentierurin getrunken habe. Die Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach. Schönen guten Abend. Ja. Zwei Preise schon vergeben. Was heißt das über die Vielfalt? Was macht die Nominierten in diesem Jahr aus? Ja, wir haben es gerade schon exemplarisch gesehen. Also dieses Nutzen der Möglichkeiten des Internets, der vielschichtigen, eben nicht nur Geschichten zu erzählen, sondern hochwertige Recherchen. Wir haben Gedächtnisstätten, aber eben auch lange Texte, was ich auch wundervoll finde. Also diese ganze Bandbreite. Wir haben nicht viel Innovation. Ich finde, das macht aber überhaupt nichts. Also vielleicht so ein bisschen die Zeit der Spielerei vorbei, okay. Und man guckt genauer hin. Aber das, was zur Verfügung steht an technischen Möglichkeiten, das wird exzellent genutzt. Und das zeigt sich im Grunde, also auch, ich meine, nicht bei allen 800, aber doch auf jeden Fall bei den Nominierten, aber auch bei vielen. Also insofern kann man sagen, dass es eben, wir reden ja manchmal von Demokratisierung des Netzes, das finde ich sehr überhöht. Wir wissen, viele schlimme Dinge passieren und gerade das Gegenteil passiert. Aber eben dieses Nutzen dieser Möglichkeiten bietet eben eine Möglichkeit, eben einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung und zu einem zivilen und demokratischen Miteinander zu leisten. Und dafür bin ich dankbar. Stark, ja, auf jeden Fall. Und eine ganze Bandbreite auch jeden Fall, die da reinkommt. Wie ist das eigentlich immer für Sie, wenn Sie dazukommen zu der Jury oder zu der Nominierungskommission, ist das dann immer große Augen und das gibt's noch und das gibt's noch oder was ist das so emotional? Emotional ist es eigentlich nicht so richtig in den Sitzungen, jedenfalls nicht okay. Für mich. Also ich bin meistens dann in den Schlussrunden dabei und dann hat sich ja schon vieles ausdifferenziert und wir kommunizieren natürlich innerhalb des Hauses auch darüber, was, ich sag mal, so auf dem Grimme-Tellerrand liegt, was emotional wird. Ich meine, das ist einmal eben natürlich dieser Moment, also dieser Moment, wenn Preisträgerinnen und Preisträger auf die Bühne kommen und man nochmal ganz genau sieht, also es gibt natürlich große Sender, es gibt Zeitungen, die ausgezeichnet werden, aber eben auch die, und das macht den Grimme Online Award auch, eben auch die kleinen Angebote, das, wo man eben Menschen sieht, die mit großem Engagement häufig auch ehrenamtlich etwas tun und dann ist es dieser Moment, wenn ich diesen Menschen begegnen darf oder eben auch bei der Bekanntgabe der Nominierten dann eben nochmal auch die Werkprozesse beobachten kann. Also das fasst mich dann an. Das andere ist Arbeit im Grimme-Institut. Ja, okay. Die muss auch mal sein. Ja. Aber das stimmt schon, ne? Unmittelbare Freude, diese Emotion, diese pure, die hat schon eine wahnsinnige Kraft und umso toller, dass es Formate gibt, die das eben rausarbeiten in diesem Sinne. Wir müssen mal ganz kurz auf einen Geburtstag schauen, denn Grimme-Institut wird 50 Jahre alt. Also ist es. Also was gibt's da? Die lange Nacht der Preisträgerinnen und Preisträger oder? Das vielleicht im nächsten Jahr, da wird der Grimme-Preis 60 Jahre alt und dann könnte es diese lange Nacht geben. Das Grimme-Institut ist nicht nur das ganze Preisgeschehen, also es ist ja sehr, sehr viel mehr. Also wir präsentieren uns als Grimme-Institut mit unserer Arbeit, Grimme-Akademie, Medienbildung natürlich auch, Grimme-Forschung, also die ganze Bandbreite, die im Grunde die Wissensbasis für das bildet, was wir hier heute Abend feiern. Ja. Und es wird natürlich ein Fest, aber es wird ein Festakt geben im Düsseldorfer Landtag. Wir werden einen Tag der offenen Tür machen in Marl, wo wir zu Hause sind mit dem wunderschönen Haus, in dem wir sitzen dürfen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und wir werden ein Scrolly-Telling-Format entwickeln. Also ich weiß nicht, ob es preiswürdig wird, aber die Kolleginnen und Kollegen arbeiten wirklich mit Herz. Moment mal ganz kurz. Also Grimme macht ein Scrolly-Telling und dann reicht man das ein beim Grimme Online? Also nein, Ach so, okay. Das war ein Scherz. Okay. Sehr gut. Ja, sehr gut. Genau. Apropos Scherz, ich muss das nochmal klären mit dem Zahlenraum bis 100. Klappt das? Weil Grimme 50 und dann 60. Grimme-Preisverleihung im Fernsehen? Also. Also ich denke, wir alle wollen immer viel wissen, aber wir wollen uns natürlich auch unterhalten lassen. Also insofern glaube ich, solange es gute Angebote gibt und Menschen, die produzieren und machen, gibt es auch Grimme. Ich meinte nur, weil ja das Institut 50 wird. Und der Fernsehpreis zum 60. Mal verliehen wird. Wird da 10 Jahre abgespeedet? Also das, oder gab es den Preis vor dem Institut?
Richtig. Ah, das genau. Ist es. Der Preis so. Ist 1964, ich habe wahrscheinlich zu viel vorausgesagt. 1964 ist dieser Preis gegründet worden, der Grimme-Preis, eine super Idee von Bert Donnep. Und er hat gesagt von Anfang an, der Preis ist mehr als eine Ehrung. Und dann ist 10 Jahre später das Institut entstanden und mit vielen Transformationsprozessen stehen wir heute da. So sieht's aus. Und das ist auch nochmal ein Applaus wert. Frauke Gerlach, die Direktorin des Grimme-Instituts.